Rumfummeln, aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Mir geht es eigentlich darum, ich wollte einfach mal nur einen Aufruf starten. Ich habe ja nun schon das öftere Mal gefragt, ob nicht wer Interesse hat, eventuell, ich sage einfach mal hier zum Team dazu zu stoßen und das Team, ich sage mal insofern, tatkräftig zu unterstützen. Denn wir wollen eigentlich mal so das ein oder andere Survival-Projekt nochmal starten. Die Problematik einfach dabei ist diese, dass ich persönlich wenig bis gar keine Zeit und auch wenig Lust und auch nicht unbedingt das hundertprozentige Wissen dazu habe, wie man so Minecraft-Server und so weiter aufsetzt. Und dementsprechend hier zum Beispiel Übercourse oder Vizebeast, AT-Launcher, sowas in dieser Richtung. Halt einfach Server mit vielen Mods. Ne? Weil ihr wisst, ich spiele gerne mit Mods, sei es in Minecraft oder sei es auch im LS15. Und somit ja, möchte ich gerne das ein oder andere Projekt einfach starten, was viele Mods beinhaltet. Und wir dann dementsprechend auch ja, Server ansetzen oder aufsetzen können, der mit vielen Mods versehen ist. Beispielsweise Course Launcher, da sind so teilweise bis zu 129 oder auch mehr Mods drin. Und sowas würde ich gerne mal wieder machen. Problematik ist, dass im Team leider keiner ist, der die Zeit hat und auch teils nicht das nötige Wissen hat, um einfach solche Sachen ja, korrekt aufzusetzen, so dass wir das halt eben auch wirklich spielen können. Und natürlich, logischerweise, ist dann natürlich auch der Aufruf dazu, bei solchen Projekten einfach mal mitzumachen. Das wäre so mal mein Anliegen. Wer da mal Interesse dran hat, sowas einfach mal zu machen, mal einen Server anzusetzen mit den dementsprechenden passenden Mods, der soll sich doch einfach mal bei uns in Teamspeak melden. Ich denke mal, dass der eine oder andere auf jeden Fall da sein wird, den man auch als Ansprechpartner nehmen kann. Die mir dann persönlich, falls ich nicht vor Ort sein sollte, auch die Informationen weitergeben und wir da eventuell dann zusammenkommen und halt einfach mal irgendeinen Server erstmal machen können und dann eventuell mal ein neues Projekt starten. Das war mal so mein Aufruf. Viel mehr wollte ich heute auch gar nicht machen. Ich sage einfach mal, haut rein, schreibt es auch zur Not in die Kommentare. Ich schreibe also definitiv zurück und meldet euch einfach mal und ja, schildert einfach mal so eure Erfahrungen, die ihr habt, was Server betrifft, Mods betrifft, ja gut, eventuell auch Programmierung von Mods oder Umschreiben von Mods, solchen Geschichten. Ist immer gerne gesehen, sowas, sage ich mal. Da könnt ihr euch einfach mal melden. Und ja, ich hoffe, wir können bald, so schnell wie möglich, sage ich jetzt einfach mal, da irgendein neues Projekt irgendwie auf die Beine stellen. Also das würde mich also sehr freuen, denn es wird langsam, muss ich ganz ehrlich eingestehen, ein bisschen langweilig. Ich sag mal hier, diese Projekte hier, das sind alles solche Sachen, das dauert halt einfach ewig. Klar, kann ich jetzt mit dem Mod nicht irgendwie ändern, aber wir wollten eigentlich auch den Server umstellen auf 1.8, 1.10, irgend sowas in dieser Richtung.
haben aber da nach wie vor die Problematik. Hier laufen gewisse Plugins drauf. Die Plugins wollen nicht so ohne Probleme mit der 1.8 oder 1.10 spielen. Und ja, da ist zwar wer dabei, aber ja gut, leider tut sich da im Moment noch nicht so ganz viel. Ich hatte zwar dummerweise damals gesagt, es eilt nicht, aber naja, wisst ihr, 1.10 ist raus, die 1.11 steht vor der Tür und somit wäre schon schön, wenn ihr zumindest mal, ich sag mal, die 1.8 laufen würde. Gut, das soll es dann aber auch erstmal hier soweit gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, da das Team tatkräftig zu unterstützen. Ich würde mich darüber freuen, das Team denke ich auch, denn dann können wir mal wieder was Neues anfangen und starten. Und ja, ich hoffe, ihr meldet euch und wir können wirklich da was bald auf die Beine stellen. Denn die Langeweile ist grausam. Gut, das soll es aber von meiner Seite hier jetzt erstmal gewesen sein. Ich sage einfach mal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr meldet euch. Und ja, wir haben dann zusammen einen Haufen und eine Menge Spaß. Macht's gut, haut rein und tschüss.